Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Weiter mit der nächsten Frage. Das ist eine Frage, die in der Kommentarspalte gestellt wurde. Da schreibt jemand: Hallo, nur eine kurze Rückfrage, ob es euch genauso geht. Nur aus Interesse. Ich habe gerade mein morgendliches 25-Minuten-Sazen gemacht und ich stelle fest, dass morgens viel mehr Gedanken aufploppen als zum Beispiel mittags. Entsprechend schneller vergeht auch die Zeit. Ist das normal bzw. geht es euch ähnlich? Also traditionell wird ja im Kloster morgens und abends gesessen, mittags eher selten. Also mittags zur Zeit von Dogen. Da gab es noch keine Sesshin. Zur Zeit von Dogen war es offenbar so, dass sie 2 Stunden morgens, dann 2 Stunden vormittags vor dem Mittagessen und dann 2 Stunden nachmittags und dann nochmal 2 Stunden abends gesessen haben. Ne? Also jeder Tag ein halbes Sesshin, aber dafür keine richtigen Sesshin. Aber heute in den meisten sogenannten richtigen Klöstern in Japan, wo also nicht nur Beerdigungen gemacht werden, sondern wo auch Mönche tatsächlich Sazen praktizieren, da ist es morgens 2 Stunden, abends 2 Stunden. In der Regel ist das die Zeit, oder zumindest in Antaichi, die 2 Stunden, bevor die Sonne aufgeht und dann die 2 Stunden, nachdem die Sonne untergegangen ist. Hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab, ne? Also in Antaichi das ganze Jahr über eigentlich von 4 bis 6 morgens und dann von 6 bis 8 abends. Bei manchen Klöstern, so war es zum Beispiel im Tofukuji in Kyoto, ne, ist das Sazen dann kürzer im Sommer, weil die Sonne früher aufgeht und auch am Abend später untergeht. Ne? Deshalb sitzt man auch am Abend weniger und dafür im Winter sehr viel länger. Ne? Also jedes Kloster handhabt das anders. Und insofern, dass man mittags sitzt, ist eher selten. Und ich kenne das aus Antaichi so eigentlich nur von den Sesshin. Aber zu der eigentlichen Beobachtung, dass man morgens mehr denkt, dass da mehr Gedanken hochploppen oder aufploppen, wie der Fragesteller hier schreibt, als mittags. Und damit verbunden, dass morgens die Zeit schneller vergeht als am Mittag. Das ist wahrscheinlich von Person zu Person verschieden. Aber ich kenne das auch, dass ich morgens, dass mein Hirn sehr aktiv ist, gleich nach dem Aufstehen. Und dass da eine Menge Gedanken hochkommen. Allerdings bedeutet das nicht unbedingt, dass dann die Zeit deshalb für mich schneller vergeht. Das kann auch sein, aber das ist nur in solchen Situationen der Fall, wenn ich mich von den Gedanken mitnehmen lasse, wenn ich aufgehe in den Gedanken und wenn die Gedanken mich dann auch unterhalten, so wie ein guter Film, in dem man aufgeht, dann vergeht so ein Sazen tatsächlich sehr schnell. Wenn ich aber dagegen versuche, mich nicht mitnehmen zu lassen von den Gedanken, ich versuche auch nicht die Gedanken zu unterdrücken, sondern ich erlaube den Gedanken, sich abzuspielen, aber Beispiel Kino, ich lasse mich nicht mitnehmen von dem Film oder ich gehe nicht auf in der Handlung, sondern ich übernehme die Position eines neutralen Beobachters, der sich überlegt, ja, was ist das überhaupt ein Film und wie wurde der geschnitten und also der sich nicht identifiziert mit diesem imaginären Hauptdarsteller, sondern der die Gedanken beobachtet in ihrem Entstehen und Vergehen, ohne, wie gesagt, sich davon mitnehmen zu lassen. Dann kann es sein, dass das Sazen umso länger sich anfühlt, je mehr Gedanken da sind. Denn es passiert ja sehr viel mehr. Abends-Sazen, da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass weniger dann Pläne, ne, also am Morgen sind das dann oft auch Sachen, dass ich mir überlege, was für Arbeit müssen wir heute erledigen. Ne? Oder ich denke an ein Buch, das ich noch schreiben muss, oder an einen Vortrag, den ich am
übernächsten Tag halten muss. Ne? Am Abend ist es in der Regel so, dass da auch eine Menge hochkommt, aber das ist dann eben, was passiert ist an dem Tag. Ne? Also am Abend, das Sazen, das fühlt sich für mich oft an, als würde ich nochmal wiederkäuen, wie eine Kuh, was da alles passiert ist. Und das finden wahrscheinlich auch viele störend, ne? Dass sie am Abend dann diese ganzen Erinnerungen haben an das, was der und der gesagt hat und was da und da falsch gelaufen ist. Ne? Ich habe aber das Gefühl, dass es einen großen Unterschied macht, ob man seinem Geist am Abend beim Sazen nochmal die Möglichkeit gibt, das wieder zu käuen, anstatt das sozusagen direkt mitzunehmen in den Schlaf. Ne? Also ich habe das Gefühl, das muss nichts Schlechtes sein. Ne? Und mittags, das ist auch bei mir so, ne, dass oft die Stunden nach dem Mittagessen in Antaishi, wenn man müde ist, wenn man sich vielleicht lieber hinlegen will oder einfach auch, keine Ahnung, woran es liegt, dass die Zeit dann auch wieder lang ist. Ne? Obwohl das Hirn nicht so aktiv ist. Vielleicht liegt es daran, dass das parasympathische Nervensystem dann aktiv sein will, aber diese Zen-Haltung erlaubt es einem nicht, dem parasympathischen Nervensystem, das einfach nur Nickerchen halten will, seinen Lauf zu nehmen. Ne? Also mittags vergeht die Zeit manchmal auch sehr langsam, vollkommen richtig. Ne? Aber woran das liegen könnte, ne, und wie es bei anderen ist, weiß ich nicht. Vielleicht weiter zur nächsten Frage, die ein bisschen was damit zu tun hat, nämlich die folgende. Wie schafft man es, regelmäßig um 3.45 Uhr zu meditieren? Also 3.45 Uhr, Viertel vor 4 ist wie gesagt die Zeit, wo man in Antaishi aufsteht und dann um 4 geht's los mit der Meditation. Meine Gegenfrage wäre jetzt ja, warum willst du das probieren? Ne? Also wenn du in Antaishi lebst, wirst du dazu gezwungen sein, denn wenn du nicht regelmäßig um 3:45 aufstehst und dann um 4 auf der Matte bist, dann wird dich die Äbtissin und werden die anderen Mönche dich irgendwann mal fragen, warum bist du überhaupt hier? Ne? Also du wirst von der Bimmelglocke aufgeweckt oder du stellst dir selber einen Wecker, aber du wirst irgendwie dafür sorgen müssen, dass du um 4 auf dem Kissen bist. Wenn du aber nicht in Antaishi lebst oder auch in keinem anderen Kloster, wo so früh meditiert wird, ist die Frage ja, warum? Willst du das überhaupt? Ne? Es zwingt dich keiner. Ne? Also wenn es dir schwer fällt und es liegt dir nicht, ne, so früh aufzustehen. Und wie ich auch schon im zweiten Video dieser Serie gesagt habe, ne, hier in Osaka, ich käme gar nicht auf die Idee, um 3:45 aufzustehen. Ich mache das selber nicht. Ne? Also insofern ist die Frage, warum willst du das tun? Ne? Aber weiter mit der Frage. Ich bin eher die Nachteule, also werde abends erst richtig munter und komme morgens schlecht aus dem Bett. Deswegen meditiere ich bisher nur abends. Und das ist kein Problem aus meiner Perspektive. Ne? Du musst ja auch nicht früh morgens aus dem Bett. Ne? Würde es aber gerne auch morgens. Okay, dann stell dir einen Wecker, ne? Wenn du es willst. Aber wie gesagt, du musst es nicht. Ne? Und wenn du es willst, dann probier's. Ne? Vielleicht klappt's oder es klappt nicht. Ne? Unsere Sangha beginnt um 6 Uhr. Das ist ja noch menschlich. Trotzdem furchtbar früh für mich. Ne? Also entweder, wenn du das Bedürfnis hast, mit der Sangha um 6 zu sitzen, dann stell dir einen Wecker. Oder lass es bleiben. Ne? Meinst du, daran kann sich jeder gewöhnen? Ist das reine Kopfsache oder gewöhnen sich die Nachteulen daran nie? Also ich glaube nicht, dass es reine Kopfsache ist. Wahrscheinlich eher ist es auch was Biologisches. Ich kann mich erinnern, dass zu meiner Zeit fing die Schule, also auch schon die Grundschule, um 7.25 Uhr an. Ne? Das war dann zum Beispiel um diese Jahreszeit
lang bevor die Sonne aufgeht. Ne? In der Regel war es während der zweiten Stunde, dass die Sonne aufgeht. Ne? Aber für mich waren diese ersten zwei Stunden die, wo ich am meisten lernen konnte, wo ich mich in der Schule am wachsten fühlte. Und wenn wir einen Test hatten, zum Beispiel in Mathematik, wenn das nach 10 war oder so, fühlte ich mich nicht genauso fit wie, sagen wir, in der ersten oder zweiten Stunde. Ne? Das war die Stunde, wo ich mich freute, wenn wir einen Test hatten. Ne? Das geht aber nicht ebenso. Also ich glaube, inzwischen fängt die Schule auch später an, weil es Leute gibt, die sagen, ja, da schlafen meine Kinder ja noch, selbst wenn sie der Körper auf ist, ne? Das Hirn schläft da noch. Ne? Man darf Kinder gar nicht so früh in die Schule schicken, denn die sind gar nicht in der Lage, das aufzunehmen, was man ihnen da versucht einzutrichtern. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich tatsächlich solche Unterschiede. Bei mir kann es eigentlich gar nicht früh genug sein. Ne? Wenn ich ein Buch schreibe, bis um 10 geht es. Ne? Und nach 10 Uhr dann lesen, klar, passiv was aufnehmen, ja. Ne? Aber wenn ich von mir aus was leisten will, und gut, das ist nicht dasselbe wie Sazen, ne? Aber auch wenn ich geistig produktiv sein will, bis morgens um 10 ist bei mir da der Motor an. Ne? Aber bei anderen ist es umgekehrt. Ne? Da fängt erst abends um 10 an, der Schalter anzuspringen. Ne? Das ist vermutlich keine reine Kopfsache, sondern, weiß nicht, Biologie. Und naja, wenn du in einem Kloster lebst, ne, da am Anfang hast du ein Jetlag, aber du stellst dich auch biologisch zumindest zu einem gewissen Teil um. Ne? Ne? Aber wie gesagt, wenn du alleine lebst oder außerhalb der Sangha mit deiner Familie, ist die Frage, warum willst du das machen mit Gewalt? Du musst es nicht. Ne? Okay, danke für die Frage, danke fürs Zugucken. Tschüss.